Hallo Nachbarn, einen herzlichen guten Abend wünsche ich Ihnen. Wir haben uns heute zu dieser letzten Sendung dieses Jahres hier in einem Haus eingefunden, das für viele Berliner sicherlich noch zu den unbekannten Museen in Spree-Athen gehört. Es geht um das Deutsche Rundfunkmuseum e.V. Berlin hier. Und wir werden sicherlich nachher den einen oder anderen Kameraschwenk machen, um Ihnen mal ein bisschen Appetit auf dieses Museum zu machen. Sie wissen, nächstes Jahr sind 70 Jahre deutschsprachiger Rundfunk. In Deutschland und in Europa überhaupt muss man das schon so unter. Wir fangen nochmal von vorne an, da sind wir alle eins ins Bett gegangen. Hallo Nachbarn, einen guten Abend sagen wir Ihnen heute direkt aus einem kleinen, aber sehr wichtigen Museum unserer Stadt unter dem Berliner Funkturm. Das Deutsche Rundfunkmuseum e.V. ist Gastgeber für die nächsten Dreiviertelstunde hier in dieser abendlichen Sendung, der letzten in diesem Jahr überhaupt. Frau Dr. Riedel, Sie sind die Direktorin dieses Museums. Hier seit wann besteht es? Und vor allen Dingen, was haben Sie sich für dieses Jahr vorgenommen gehabt? Haben Sie es geschafft? Das Museum, ich fange mal der Reihe nach an, hat in diesem Sommer, exakt am 25. August, sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Das heißt, es wurde 1967 während der Funkausstellung eröffnet. Die Planungen waren natürlich ein bisschen älter. Für dieses Jahr vorgenommen habe ich mir, für das nächste Jahr eine Ausstellung vorzubereiten. Und ich kann Ihnen fröhlich sagen, ich habe die Gelder beisammenbekommen. Diese Nachricht ist noch nicht so alt. Und Sie werden hier im nächsten Jahr eine große Ausstellung sehen. Sie wird 4,5 Monate hier zu sehen sein über die Medien der DDR. Aber Sie haben mir nicht verraten, ob Sie das für dieses Jahr vorgenommene erreicht haben. Doch, wir haben in diesem Jahr zwei kleine Sonderausstellungen gemacht und natürlich war der Schwerpunkt dieses Jahres die Vorbereitung dieser Ausstellung. Also wir müssen ja wissenschaftlich arbeiten, wir müssen Material, nicht nur Geräte, sondern Dokumente, O-Töne und so weiter beschaffen. Wir haben das Konzept in diesem Jahr entwickelt und wie gesagt, die letzten 3 Monate habe ich damit zugebracht, sehr intensiv das nötige Kleingeld zu beschaffen und das ist mir gelungen. Das ist sehr schön. Viele unserer Zuschauer werden sich jetzt vielleicht fragen, ja, weshalb sitzt da ein Pfarrer mit in dieser Runde im Rundfunkmuseum? So museal ist ja halt das Christentum nicht, aber Herr Pfarrer Berre, ich denke schon, dass die Christen einen Anspruch darauf haben, auch einen Platz in den Medien zu finden. Sie haben ihn in den vergangenen Jahrzehnten gefunden, vielleicht nicht immer ganz zureichend, aber wie sieht ein Christ, jemand, der den Alltag so gut wie wir kennen, trotzdem, sagen wir, den Zusammenhang zwischen Pfarrerei und Medien? Also ich denke, Kirche ist kein Museum. Ich hoffe es jedenfalls, auch wenn viele es meinen. Und auch wenn es viele kirchliche Museen gibt, auf die man auch hinweisen kann. Aber die Kirche ist ein Bestandteil des öffentlichen Lebens. Sowohl für viele einzelne Gläubige, die sich in ihren Kirchengemeinden zu Hause fühlen, als auch im Sozial-, Gesundheits-, Kulturbereich und mehr denn je notwendig, denke ich, auch in politischen Zusammenhängen. Insofern muss die Kirche versuchen, das, was sie zu sagen hat, in ihren verschiedenen Prioritäten auch in die Medien reinzubringen. Und manchmal stelle ich fest, dass die Medien so ernsthaft die Kirche als Gesprächspartner nicht werten oder, was im Augenblick zu beobachten ist, eigentlich nur mit Negativschlagzeilen. Frau Dr. Riedel, ich will diesen Gedanken von Pfarrer Berger nochmal aufgreifen und an Sie weiterreichen. Dieses Museum beherbergt ja auch Tondokumente aus den letzten 50, 60 Jahren der deutschen Geschichte. Und ich habe einmal Gelegenheit gehabt, mich davon umzutun und umzuhören. Da gibt es ja auch recht Kontroverses, was einige Christen vor mehr als einem halben Jahrhundert mal in den Rundfunk getragen haben. Ja, ich muss aber dazu vorher sagen, wir sammeln O-Töne nicht. Das macht das Deutsche Rundfunkarchiv, eine ARD-Tochter in Frankfurt. Wir haben aber natürlich Zugriff und meine Wunschlisten, wenn ich O-Töne brauche für eine Ausstellung, um sie eben akustisch auch zu machen, die werden stets erfüllt. Vor 50 Jahren, da sprechen Sie auf den Nationalsozialismus an, denke ich mir mal, da haben wir unten in der Hörfunkausstellung natürlich eine
einige sehr interessante Dokumentationen an O-Tönen. Das geht von der Unterhaltung von politischen Propagandareden Goebbels Hitler bis zu Sportreportagen. Aus dem Kirchenfunk haben wir nichts. Vielleicht wurde das nicht damals gesammelt, auf Matrize gepackt, denn wir können ja nur das vorführen, was damals wert geachtet wurde, zu archivieren. Also an Kirchenfunksendungen erinnere ich mich da überhaupt nicht. Wir haben aber aus dem Kinderfunkbereich, wir haben die erste Ansprache von Bredow zu Weihnachten, ist jetzt die Zeit, von 1924. Das ist die älteste überhaupt vorhandene Aufnahme. Also da kann ich dem Publikum nur sagen, kommen Sie mal her und hören Sie sich's an. Es ist also schon sehr interessant. Und ich beobachte immer wieder das Publikum, gerade auch Ältere, die natürlich dann den Erinnerungseffekt haben, nicht? Wie interessant, Herr Pfarrer Berger, sind denn die Medien heute besonders für die älteren Menschen in unserem Lande, die, sagen wir mal, aufgrund ihrer körperlichen Gebrechlichkeit nicht mehr so in die Öffentlichkeit kommen, wie sie es eigentlich wollen? Können Medien das ergänzen, was einem im Alltag fehlt, wenn man eben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an diesem Leben im Alltag so fest teilnehmen kann wie bisher? Also ich denke, es geht nichts über den persönlichen Kontakt. Es wäre auch kranken und älteren Menschen eine große Hilfe, wenn sie gerade durch die Nachbarn oder durch Freunde häufiger besucht werden und nicht isoliert sind. Also das Allerwichtigste ist auch im Krankenzimmer, auch im Seniorenheim, dass man mit anderen Menschen zusammen ein Skat spielt oder auch ein Bier trinkt. Oder ich glaube, der Zusammenhalt unter den Nachbarn ist für das Leben auch von jüngeren Menschen eine ganz wichtige existenzielle Grundform. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann können die Medien und dabei natürlich besonders Rundfunk und Fernsehen den Kontakt zwischen mir als kranken oder isolierten Menschen und der Öffentlichkeit herstellen und insofern eine Hilfe sein, kein Ersatz, aber eine Ergänzung und Hilfe. Aber wenn ich mir angucke, was Fernsehen zunehmend bringt, frage ich mich natürlich, ob die Zielgruppe des Kranken, des Alten, des Einsamen wirklich in den Redaktionsstuben bedacht wird. Mein Eindruck ist jedenfalls, dass das Fernsehen generell inhaltlich schlechter wird, es nicht mehr Lebenshilfe gibt, sondern nur seichte Unterhaltung. Und ob dann ein Kranker sich angesprochen fühlt, das ist in der Tat eine Frage. Nun mühen sich ja gerade in Berlin auch im zunehmenden Maße Künstler mit Stadtteilprogrammen in die Öffentlichkeit zu gehen. Das Theater im Kleinen wird mehr und mehr groß geschrieben. Und ja, im vergangenen Sommer waren wir mal unterwegs in Köpenick, haben uns umgeschaut und umgehört, denn dort haben sich zum Teil arbeitslose Schauspieler, zum Teil aber auch echte Profis zusammengefunden, um ein solches Theater auf die Beine zu stellen. Nicht immer hat es geklappt, aber ich finde, der Anfang ist schon aller Ehren wert und da wollen wir jetzt mal reinhören. Ja, nach dem eben Gehörten und Gesehenen kann man nur mit Ringelnatz sagen, Berlin wird immer mehr Berlin. Fantastisches, gewiss ist in Berlin dieser Tage zu erleben, aber manch Fantasieloses auch und da soll man sich schon mal eine Stunde Zeit nehmen, um ins Museum zu gehen. Ich finde, die letzten Tage und Wochen eines Jahres schaffen nicht nur Besinnlichkeit in der Adventszeit, sondern sollten auch den einen oder anderen zur Besinnung bringen, wo er eigentlich lebt und warum er lebt und nicht so an dem Leben vorbeigehen. Und wenn man sich hier im Rundfunkmuseum mal umschaut unter dem Berliner Funkturm, dann merkt man schon, da ist in den vergangenen Jahrzehnten was geleistet worden, nicht nur von Deutschen, sondern weltweit, von denen, die man heute salopp Elektroniker nennt. Und ein Spaziergang durch die Vergangenheit kann auch etwas für die Gegenwart und für die Zukunft mitnehmen, mitbringen, mitgeben, vor allen Dingen, Frau Dr. Riedl, das wollen wir sagen. Die jungen Leute von heute, die sollten mal hier gewesen sein. Nicht nur, um zu sehen, was ihre Väter und Großväter und Urgroßväter geschaffen haben an Kunstwerken der Technik, sondern vor allen Dingen auch, um zu erkennen, so oder so ist es durch die Zeit gegangen. Und damit meine ich auch die Rundfunkdokumente der deutschen Geschichte. Ja, Sie erwarten jetzt, hoffe ich, nicht von mir eine technische Erklärung, da bin ich überfordert. Mein Interesse
ist natürlich der Hintergrund, die Abhängigkeiten der Medien. Sie hatten vorhin in Ihrem Beitrag aufgehört, da waren wir eigentlich mitten in der Medienkritik heute drin. Wie ist das Medium entstanden, der Hörfunk in den 20er Jahren, das Fernsehen in den 30er Jahren, also während der nationalsozialistischen Zeit? Diese Bedingungen, diese Strukturen interessieren mich in erster Linie und wir haben hier sehr viele Schulklassen. Ich stelle aber immer wieder fest, dass im Geschichtsunterricht oder im Zeitkundeunterricht oder wie das Fach heute auch immer heißt, darüber relativ wenig den Kindern, den Jugendlichen beigebracht werden, dass der Rundfunk während des Nationalsozialismus ein Staatsrundfunk war, in der DDR ein, wenn Sie so wollen, ebenfalls oder ein Parteienrundfunk eigentlich. Das ist für DDR natürlich, für die DDR-Kinder, die ehemaligen, die im Osten aufgewachsen sind, ist das natürlich klar. Aber die Bedingungen und historischen Hintergründe der 30er Jahre, auch was schon in Weimar 32 mit der Rundfunkreform vorbereitet wurde, das wissen die meisten nicht. Und das ist natürlich ein Fehler der Lehrer, sage ich mal schlichtweg. Aber das können Sie hier erfahren. Und ich finde, das ist gerade heute auch sehr notwendig, wie gefährdet oder gefährlich, auch wenn es in den falschen Händen ist, ein solches Medium sein kann. Wir haben ja nun die große Kritik der Berichterstattung über den Rechtsradikalismus in Deutschland, da sind wir mittendrin. Und ich denke, da auch mal historische Vergleiche anzustellen, wie diese Berichterstattung läuft, wäre sehr notwendig. Wir wollen an dieser Stelle nicht verschweigen, unseren Hörern zu sagen, dass sie sich mit der Geschichte des DDR-Rundfunks, Rundfunk und Fernsehen, schon beschäftigt haben, publiziert haben darüber zu einer Zeit, wo die Mauer noch durch Berlin ging, wo es für Sie auch schwer war, zu Informationen zu kommen. Aber wenn man das, was Sie geschrieben haben, heute liest, muss man sagen, war das schon Pionierarbeit? Ich denke ja. Das war also Mitte der 70er Jahre, als ich über das Thema promoviert habe, Hörfunk und Fernsehen in der DDR. Das war halt damals, was Sie sagten, sehr schwierig, denn ich hatte keinen Zugang zu östlichen Archiven. Ich kriegte zum Beispiel von der Sektion Journalistik in Leipzig, weil ich was über die Ausbildung der Journalisten haben wollte, kriegte ich eine Dreizeiler-Antwort, dann noch kein Kulturabkommen, keine Auskunft. Das waren also erschwerte Bedingungen. Ich habe nun hier in Berlin, in West-Berlin, noch relativ gute Möglichkeiten gehabt. A, konnte man hier die Medien hören und sehen und B, sind hier in Archiven natürlich sehr viele Materialien gesammelt worden und die habe ich schlichtweg in einer ganz großen Fleißarbeit ausgewertet. Ich hatte anderthalb Jahre Zeit, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich sehr interessiert. Ich weiß noch, man kam dann aber auch so in die Diktion rein, wenn Sie ständig auch diesen Verlautbarungsjournalismus ja zum Teil gelesen haben. Ich habe zu Hause schon fast so gesprochen. Mein Mann sagte damals, hoffentlich bist du bald fertig, ich kann es nicht mehr hören. Und jetzt ist natürlich, jetzt seit drei Jahren, seit wir rübergehen können, ich also mit den Leuten spreche, wie mit Ihnen ja hier auch, über die ich bis dahin theoretisch geschrieben hatte, viele Namen waren mir ja bekannt, das war natürlich für mich wie eine Reise in meine eigene Vergangenheit und also ganz irre. Ne? Und deshalb dieses Projekt hier in der Ausstellung zu machen, das habe ich sofort seit dem Fall der Mauer gehabt, ne? Und jetzt können wir es tun. Die Tatsache, dass man sehr viel Technik aus dem ehemaligen DDR-Rundfunk und Fernsehen im Ostteil der Stadt sieht und dass viele Leute nach dem Fall der Mauer auch alte Radiogeräte und Fernseher hergebracht haben, zeigt eigentlich, dass man sich müht, zwischen dem ehemaligen Ost- und dem ehemaligen Westteil der Stadt nicht nur persönliche Kontakte zu pflegen bei allen Problemen, die es dabei gibt, sondern dass man sich auch sagt, da wo ein deutsches Rundfunkmuseum ist, da gehört eigentlich das hin, was auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs nach 1945 entstanden ist. Und so gesehen kann ich mir vorstellen, Frau Dr. Riedel, dass Sie so manche vergnügliche Plauderei haben, wo Leute nicht nur darüber berichten, was sie damals empfunden haben, was über die Bildschirme geflimmert ist, sondern dass sie auch erzählen, was sie dabei gedacht haben, als sie das gesehen haben. Das ist richtig. Wenn Sie gerade eben darauf ansprechen, denke Rundfunk als Kommunikationsmittel, denke ich auch, dieses Museum sollte auch ein Ort der Begegnung eben sein. Ne? Und
Sie wissen es ja, wir haben dies in diesem Jahr gemacht durch verschiedene Veranstaltungen, die wir auch als Vorbereitung für die Ausstellung nutzen. Wir haben also angefangen mit einer Veranstaltung zum Rundfunkneubeginn 1945, Ost und West. Dann hatten wir die nächste über den Kalten Krieg. Da lade ich gezielt Leute aufs Podium ein, die also in den Medien gearbeitet haben und sich damals konträr gegenüberstanden. Und auch ins Publikum natürlich Macher, Wissenschaftler, Studenten, die eben aus ihrer eigenen Erfahrung auch was dazu beitragen sollen. Und diesen Versuch eben miteinander zu reden, wenn ich über die Vergangenheit des anderen nicht Bescheid weiß, wird es mir sehr schwer fallen, mit ihm menschlich auch zu kommunizieren. Und das ist eigentlich der Sinn und das sollte ein solches Museum auch sehr stark betonen, bin ich der Meinung. Stichwort Vergangenheit, meine Damen und Herren. Es gibt gegenwärtig eine Ausstellung in Berlin im Deutschlandhaus in der Stresemannstraße. Ostpreußen und Königsberg ist angesagt. Die Ausstellung ist noch bis zum März des nächsten Jahres zu sehen. Und die Bewältigung der Geschichte, tja, ich muss Ihnen da zustimmen, Frau Dr. Riedl, ist eigentlich nur möglich, wenn man sich mit der Historie beschäftigt. Und deshalb haben wir auch an dieser Stelle jenen Beitrag über die Ausstellung in der Stresemannstraße Ostpreußen und Königsberg vorgesehen und blenden ihn jetzt mal für Sie ein. Ja, nach diesen Königsberger Impressionen, oder soll man Kaliningrad sagen, oder doch lieber Königsberg, also völkerrechtlich nach wie vor Kaliningrad, eine schöne alte Stadt, die sicherlich auch viel für die Zukunft bewegen kann, denn die Geschichte, darüber haben wir uns ja unterhalten, ist nicht als Museumsstück zu sehen, obwohl vieles aus der Geschichte im Museum, auch im Deutschen Rundfunkmuseum hier zu sehen ist. Weihnachten steht vor der Tür und da sagen manche scherzhaft, Herr Pfarrer Berger, aber wir lassen es nicht rein. Die anderen sagen, ein Lichtlein mehr ins Fenster gestellt könnte nicht schaden, sondern eher nicht nur die Umwelt beglücken, sondern zum Ausdruck bringen, dass die Nachbarn, die hier in der Stadt mit uns leben und die nicht in Deutschland geboren sind oder deren Nachfahren erst in Deutschland geboren sind, auch einen Platz an unserer Seite haben. Und an manch einem Haus, ich sage das so hart wie es ist, steht Advent, Advent, ein Türke brennt. Also das ist schon ein Spektrum, das in Berlin, sagen wir mal, keinen Platz finden sollte, aber Platz gefunden hat. Leider ja, und ich denke, das ist der traurige oder auch dramatische Jahresausklang. Wir können ja das Jahr 92 nicht abschließen, ohne den Rückblick auf die schon angesprochene rechtsradikale und ausländerfeindliche Situation in unserem Land. Und eine solche Interpretation des Adventslichtes, finde ich, lässt sehr tiefe Rückschlüsse auf die Stimmung in Teilen unserer Bevölkerung zu. Wir haben gerade die Bilder aus Königsberg gesehen. Ich denke, die Geschichte holt uns an der Stelle wieder ein. Nicht nur die Geschichte Deutschlands, auch im Blick auf die Kriegssituation im Dritten Reich, sondern auch der Nachkriegsgeschichte. Wir sind in Deutschland einfach angewiesen auf die Mitarbeit und Zusammenarbeit mit Ausländern und mit unseren Nachbarn. Es wird ja viel zu wenig in Erinnerung gebracht, dass wir in Berlin einen großen Teil unserer Bevölkerung der polnischen Zuwanderung oder der schlesischen Zuwanderung in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts haben. Also alle die Itzkis und Nawrocki oder Nawrocki, es ist völlig falsch gesprochen, kommen ja ursprünglich mal aus dem polnischen Teil. Oder denken wir an die Böhmen, an die Flamen, an die Salzburger. Was wäre der Gendarmenmarkt ohne die Hugenotten zum Beispiel oder Rixdorf ohne die Böhmen? Berlin ist in der Geschichte eigentlich immer eine Stadt gewesen, die das Multikulturelle aufgenommen hat und integriert hat. Und wenn wir in der jetzigen Situation, gerade zum Jahresende, nach dem sehr schlimmen Asylkompromiss der Parteien, über die Stimmung und die Situation in unserem Land nachdenken, dann müssen wir ernsthaft auch sagen, ohne die Mitarbeit von Ausländern in beiden Teilen des Landes wäre Deutschland heute nicht das, was es ist. Nun rede ich bestimmt nicht der völlig freien Zuwanderung, das Wort, wir können in der Tat nicht die ganze Menschheit aufnehmen,
Aber wir können uns auch nicht abschotten. Das, was jetzt passiert, ist im Grunde genommen der Neubau einer Mauer an der Oder. Und es hat keinen Sinn, auf Königsberger Historie hinzuweisen, wenn man nicht gleich die Mitverantwortung für den osteuropäischen oder südosteuropäischen Nachbarn mit im Blick hat. Lassen Sie mich mal zwischenfragen, ja. Herr Pfarrer. Wie wird denn für Sie dieses Weihnachtsfest sein? Ich weiß, dass Sie ein Mann sind, der es ganz gut mit den Ausländern hält. Werden Sie in Ihrer Familie allein feiern, so ganz deutsch-deutsch, oder ist da vielleicht doch auch noch aus anderen Hemisphären dieser Welt jemand mit dabei? Also Heiligabend sind wir deutsch-deutsch und Familie mit unserem Enkelkind, aber die Weihnachtstage sind natürlich voll mit Begegnungen mit Ausländern. Aber ich denke, für Berlin ist im Moment die Planung der Lichterkette am ersten Feiertag ein wichtiger Punkt. Das ist zwar auch eine Nachahmung der Lichterkette von München und Hamburg, aber ich denke, es ist gut, dass die Medien dazu aufgerufen haben, damit wir Berliner hoffentlich ohne Skandale und Steinwürfe und unabhängig von dem Willen der Politiker auch mit der Lichterkette noch einmal darauf hinweisen, dass wir eigentlich den Nachbarn brauchen, auch wenn er aus einer anderen Kultur und einer anderen Sprache kommt. Und ich knüpfe gerne an das, was Sie gesagt haben zur Medienkritik. Ich denke, die Medien haben gerade in dieser Situation eine große Verantwortung, auch die Berliner Medien, Presse, aber ich denke auch zum Beispiel an die Abendschau. Wir haben gerade in West-Berlin in leitenden Positionen der Wirtschaft, des Gesundheitswesens, der Kultur eine Menge ausländische Nachbarn, Mitbürgerinnen und Mitbürger, die für West-Berlin ganz selbstverständlich zur Gemeinschaft in dieser Stadt gehören, für Ost-Berlin natürlich noch nicht. Und ich habe mich verbissen gefragt, warum werden nicht einfach mal in einer Artikelserie oder jeden Abend in der Abendschau zwei Minuten Mitbürger, die ursprünglich mal aus dem Ausland gekommen sind und hier für unsere Stadt eine wesentliche Leistung haben. Das können Chefärzte sein, das können Krankenschwester sein, das können Kulturträger sein in Theater oder Konzert oder wo auch immer, vorgestellt. Was wir jetzt von den Medien transportiert bekommen in Sachen Ausländerpolitik, ist immer nur die Negativschlagzeile. Und damit wird auch Stimmung angeheizt. Wir brauchen das positive Vorbild, wir brauchen Hinweise auf Hoffnungen, dass man auch mit Ausländern nachbarschaftlich leben kann. Und das fehlt ein bisschen. Wie ist denn da das Deutsche Rundfunkmuseum auf ausländischen Besuch eingestellt, Frau Dr. Riedel? Wird es überhaupt von hier in der Stadt lebenden Ausländern besucht? Welche Möglichkeiten haben Sie, da interessierten Leuten das Museum zu zeigen oder ihnen nochmal Raum zu bieten, hier für eine Mediendiskussion? Ja, es wird natürlich auch von Ausländern besucht. Wir haben also die Möglichkeit, Führung zu machen. Unser Techniker, der diese Führung macht, spricht auch Englisch. Ich springe manchmal zusätzlich mit Französisch ein. Größer sind unsere Möglichkeiten nicht, das gebe ich zu. Wir sind hier ein Drei-Mann-Betrieb und wir ackern eigentlich rund um die Uhr. Da liegt es noch im Argen. Die großen Museen haben zum Teil ihre Beschriftung eben auch zweisprachig. Das haben wir noch nicht. Das konnten wir bisher weder finanziell noch inhaltlich leisten. Aber ich muss sagen, die meisten Besucher, wir hatten neulich hier eine japanische Gruppe, da sprachen immer welche Deutsch von und also die dabei waren, sprachen einige Deutsch und die haben dann halt gedolmetscht, vermittelt. Ne? Also Japanisch, das ist uns nicht möglich. Auch Spanisch ist mir nicht möglich. Nicht? Und Türken, die auch natürlich kommen, wenn türkische Kinder in der Schulklasse sind, sowieso, die sprechen alle Deutsch. Also das sehe ich nicht als Problem. Wenn wir an diesem Wochenende das vierte Adventslichtlein anzünden, meine Damen und Herren, dann hat jeder so seine eigenen Gedanken, seine Wünsche. Mit der Rute möchte man gewiss nichts bekommen vom Weihnachtsmann. Man wünscht sich aber, dass das, was man auf den Wunschzettel geschrieben hat, letztendlich in Erfüllung geht. Ganz zum Schluss in dieser kleinen Runde hier aus dem Deutschen Rundfunkmuseum in Berlin, Frau Dr. Riedel, an Sie die Frage, was möchten Sie denn vom Weihnachtsmann haben? Also keine Geschenke, ich hasse es. Ja, das mal vorneweg. Was ich haben möchte, naja, diese politische Situation, die belastet mich sehr, das muss ich sagen. Ich kann momentan, bin ich auch ein bisschen vielleicht auch überarbeitet, habe auch im Freundeskreis ein paar schwere Krankheitsfälle. Ich bin im Moment etwas nah am Wasser gebaut. Wenn ich diese Nachrichten sehe, fange ich schlichtweg an zu heulen. Und
Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, Sie sprachen über die Berichterstattung der Medien, die anheizt. Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist. Aber der Effekt ist ein solcher. Ne? Da stimme ich Ihnen wirklich zu. Und da müsste man sich andere Möglichkeiten überlegen. Und ich finde Ihre Idee, auch mal ausländische Mitbürger in bestimmten Positionen, finde ich eine gute Idee. Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Ne? Also das ist wirklich mein größter Wunsch. Und dann auch die Jugoslawien, Somalia, ich kann es alles wirklich nicht mehr ertragen. Es ist so viel Elend. Wir jammern, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen, dass es uns nicht mehr so gut geht wie noch vor 5 Jahren. Weltweit haben wir eine Depression. Ich meine, ein bisschen teilen, ein bisschen abgeben, das kann doch uns alle nicht ins Unglück stürzen. Ne? Das sind so meine Wünsche. Weihnachten 1992. Herr Pfarrer, was möchten Sie denn im Bündel der Geschenke unter dem Weihnachtsbaum sehen? Also ich denke auch nicht an die privaten Geschenke, sondern an die Geschenke, die wir uns als Bürger dieser Stadt und dieses Landes eigentlich machen müssten. Und ich würde sagen, das ist ja ein bekanntes Wort aus der Bibel, Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Ich glaube, wir müssen in Deutschland neu lernen, was Gerechtigkeit heißt. Und der Asylkompromiss ist ein Beispiel für Ungerechtigkeit. Ich will gar nicht von den Lohnsituationen, von den Arbeitsplätzen, also von dem reden, was gerade die Ostdeutschen sehr bewegt, sondern bleiben wir an dem jetzt aktuellen Thema der Asylfrage. Ich halte das, was da in Bonn passiert und was ja zum großen Teil von der Öffentlichkeit auch geteilt wird, für ein absolut Negativbeispiel im Sinne auf Gerechtigkeit. Ich will das an einem konkreten Beispiel sagen. DDR-Bürger, die das Land verlassen wollten, hatten ja sehr wenige Möglichkeit, wenn sie sich nicht an der Mauer haben abknallen lassen wollen. Dann ging nur die Botschaft oder Ungarn oder was auch immer. Und es war ein Fluchtweg noch, bei dem Hunderte ihr Leben gelassen haben. Das war der Weg per Boot oder per Schwimmen über die Ostsee. Wenn man sich den jetzigen Asylkompromiss ansieht, können Asylbewerber praktisch nur über die Ostsee oder die Nordsee hier reinkommen, es sei denn, sie hätten viel Geld und könnten sich ein Flugticket leisten. Hier machen wir dasselbe, was wir früher in der DDR gemacht haben, auf umgekehrten Wege. Das ist für mich ein Beispiel von bodenloser Ungerechtigkeit und mangelnder Reflexion über die Wirkung. Und es ist scheinheilig, denn was nützt die Beibehaltung des Artikels 16 im Grundgesetz, wenn die Möglichkeit, diesen Artikel in Anspruch zu nehmen, eigentlich faktisch nicht mehr gegeben ist. Das nur als Beispiel. Ich denke, wir müssen neu lernen, was Gerechtigkeit unter den Deutschen, aber auch von Deutschland zu den Nachbarn heute heißt. Und die Sendung heißt Hallo Nachbarn. Und wir müssen wirklich lernen, dass Polen und Tschechen und Rumänen und Ungarn und in Zukunft natürlich auch die Balten oder die Königsberger oder die verschiedenen Völker der Guss unsere Nachbarn sind. Weihnachten 1992 in Berlin und anderswo in Deutschland, das war, meine Damen und Herren, nichts Museales, obwohl wir uns in einer musealen Umgebung befinden, nämlich hier im Deutschen Rundfunkmuseum in Berlin. Nachdenkliches, das, was hier laut geworden ist, geht sicherlich durch die Familien, ganz gleich, wo immer man lebt, wie immer man denkt, welcher politischen Haltung man angehört. Weihnachten, da ist nicht nur der Kerzenschein am Weihnachtsbaum, da sind nicht nur die Gefühle und die Gedanken in der Familie. Da sollte man mal den umgekehrten Weg gehen, nämlich nicht nur das zu empfangen, was über die Bildschirme flackert aus aller Welt, sekundenschnell präsentiert über den Satelliten. Da sollte man die eigenen Gedanken mal in den Süden des afrikanischen Kontinents spazieren lassen, nach Lateinamerika gehen, in die Staaten der GUS oder wo immer man vielleicht seine Gedanken wiedergespiegelt haben möchte. Auch Bethlehem ist ein Ort, wo man durchaus nicht nur darüber nachdenken kann, sondern wo man auch vielleicht Impulse für das eigene Leben haben kann. Ganz in diesem Sinne ein besinnliches, nachdenkliches, aber sehr freundliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Und damit wollen wir uns dann hier verabschieden.